Ja, guten Morgen, meine Lieben. Ich wusste, warum ich 4-Radantrieb mit Differentialsperre kaufe. Wir sind durch die Matsche. Ich musste ein paar Mal einschalten. Es hat die ganze Nacht hier geregnet. Ja, und jetzt ist... Schaut euch den Himmel an. Wir sind an die Baustelle gefahren. Der Alte musste hier schlafen, weil er mit seinem Auto nicht weggekommen ist. Und seine Männer, die waren ja nach Hause, die sind aber alle wieder da, ich höre sie schon. Er hat dann nochmal nach Geld gefragt, weil er alles verprasst hat mit seiner Freundin im Urlaub. Und jetzt kann er seine Leute nicht bezahlen. Aber das ist eigentlich sein Problem. Wir werden auch Geld zurückhalten, das hat mein Mann jetzt auch schon gesagt. So schlau ist er endlich auch geworden. Denn sonst ist die Garantie nur leeres Papier. Ich habe mittlerweile gesagt, ich möchte jemanden, Fachmann von SCG, die dort auch die Bäder montieren, der bei uns dann nochmal guckt und alles richtig macht, weil sein Stellvertreter schön und gut, alle nett und freundlich, die letzten Tage fast nur betrunken. Ich hatte auch noch Alkohol spendiert, das war wohl ein Fehler. Waschbecken um einen halben Zentimeter schief hängt es. Da steht immer das Wasser dann in einer Ecke, weil das sind flache Waschbecken, habt ihr ja gesehen. Ja, das ist so unser Leid. Heute sind wir eigentlich nur hergefahren, weil der Kronleuchter im Wohnzimmer, der ist nicht in Ordnung. Und der wird ausgetauscht. Nur die Jungs, die mussten nochmal zurückfahren. Sie haben ja gar keine Leiter dabei. Das ist, also ich weiß nicht, ob das nur in Thailand so ist oder ob es in den sogenannten hochgelobten Dachländern genauso ist. Sie wollen eine Lampe austauschen und haben keine Leiter mit. Tja, und wir haben auch keine hier, zumindest auch nicht so eine hohe. Ich brauche sowas nicht. Ja, die Jungs sind wieder fleißig. Und heute zeige ich dir mal, dass man keinen längeren von diesen Metallschläuchen da, diesen gewebten, braucht, sondern einfach das blaue Rohr unter dem Moment. Unter dem Counter muss einfach das Rohr ein Stück nach der Seite verlängert werden und der Anschluss. Und dann reicht auch dieser Schlauch, den er umtauschen sollte. Ich habe gesagt, ich tausche den nicht um und auch nicht auf meine Kosten. Ich habe ihn einmal gekauft, finit. Ich bin jetzt etwas stinkig. Und wenn ich stinkig bin, bin ich stur. Der Alte grüßt mich nicht. Da hinten ist der Chef. Er zeigt mir nur die kalte Schulter, weil ich nicht bezahle. Ja, das ist dann die andere Seite der Thailänder. Zuerst Essen mitbringen. Ja! Er freut sich immer, er ist sehr, sehr nett. Ja, das sind die Thailänder. Solange Geld kommt, sind sie freundlich, dann bringt er eine Tüte mit Essen mit. Ich glaube, jetzt bekäme ich nur Gift von ihm. Ja, meine Lieben, das sind so meine Gedanken. Mal sehen. Ja, hier liegen noch Riemchen. Der Anstreicher arbeitet brav weiter. Da muss noch bis oben hin zugemacht werden. Aber heute bauen sie wohl erstmal ihr Lager ab, weil morgen kommt der Bagger und soll den ganzen Müll wegschaffen. Ich bin mal gespannt. Trauen tue ich ihm nicht. Ich kann auch nicht verstehen, warum man den ganzen Müll zuerst hinwirft, um ihn dann wegzumachen. Es gibt Boxen, ja, und hier kommen auch Riemchen drum. Das macht aber gerade, wenn sie hier fertig sind, der eine, der mir zugewunken hat. Hier er. Er macht diese Riemchen für uns, aber in eigener Kasse. Ja, die Fliesen sind ausgetauscht. Sie mussten 3 Stück dann austauschen, weil sowieso daneben welche lose waren und weil sie wohl kaputt gegangen sind.
Da haben sie dann auch die angebracht. Bin ich mal gespannt. Ja, kann man gleich mal testen, ob es funktioniert. Passt, ja. Wobei ich da dem nicht so traue. So, ich gehe noch mal mit euch rum, für die, die die Videos noch nicht so geguckt haben. Hier sind wir jetzt im Badezimmer. Ach, jetzt habe ich die Wasserwaage im Auto liegen lassen. Das sieht nämlich nicht aus, als wenn es richtig gemacht wurde. Da ist auch der Wasserhahn nach oben. Da haben einige schon geschrieben, das ist falsch. Ja, dann muss er es ändern. Ja, hier. Da hat er fest. Ach Gott, nee. Ach so, hier geht's nach unten. Das war das Bad von ihm, okay? Ja, okay. Wer jetzt hier weitermacht, ich weiß es nicht. Es war immer sehr schön aufgeräumt, aber das hat alles nachgelassen, also komisch. Ja, hier haben wir die Belüftung von der Grube, von der Shit-Grube. Die liegt natürlich auch viel zu hoch. Oder die Ringe müssten erhöht werden. Ja, dass sie da dann hochgeht, ist ja schön und gut. Aber wie gesagt, hier ist nicht tief genug. Jetzt hat der Alte hat uns erklärt, wir bräuchten eine Pumpe, für den Wasserdruck zu erhöhen. Dann frage ich mich, warum wir so einen Turm haben, so einen schiefen Turm von Pisa. Da muss er auch nichts mehr machen, der wollte ein horrendes Geld dafür. Da kann ich ihn komplett abreißen und neu machen. Ja, jedenfalls ist der ja das Wasser ja extra hoch, damit es Gefälle hat und dadurch auch ein gewisser Wasserdruck da ist. Ich habe zu meinem Mann gesagt, die sollen das Wasser mal ans Haus endlich anschließen. Dann werde ich in den Bädern testen, ob es auch wirklich abläuft, im Waschbecken richtig abläuft. Wobei meins muss komplett neu gemacht werden. Und dann kann man weitersehen, ob man eine Pumpe braucht oder nicht. Das sieht man dann. Ja, ein Zuschauer hatte auf der anderen Seite, nach vorne, hatte er Autos fahren sehen, stark beobachtet. Hallo nochmal und liebe Grüße nach Deutschland. Aber er kommt ja, wir werden uns dann wohl auch treffen. Jedenfalls ist das jetzt hier hinterm Haus. Und wenn ihr mal genau hinschaut, ich versuche es mal näher ran zu zoomen. Moment, ich muss dann ausmachen und neu zoomen. Ihr könnt vielleicht den rot-weißen Mast da hinten sehen. Noch näher, ich versuche es. Ja, das ist jetzt nicht mehr scharf. Also dieser rot-weiße Mast da hinten, da ist die Route 24. Genau an dem Mast vorbei verläuft die Route 24. Und dann fahren wir hier so schräg rüber nach Nong Kong ins Dorf. Das liegt dann hier vorne, so 3 Kilometer von uns. Da wohnt dann auch Schwiegermutter. Wie gesagt, dort Route 24. Und nach vorne raus sieht man die Straße, die kann man sogar sehen, von Nang Rong nach Buriram. Vierspurig, sehr gut ausgebaut
Und da kann ich hier quer übers Feld fahren, da bin ich in 2 Minuten auf der Straße, wenn es nicht so matschig ist wie heute. Ich habe wirklich Diffsperre gebraucht. Ja, meine Lieben, ich habe mich nebenan in die Hängematte verkrümelt. Die sind bei mir im Bad wieder am Arbeiten. Der hatte diese Schale, diese Halbschale unter dem Waschbecken mit Silikon fest und obendrauf Silikon, dann irgendwelche Hölzchen und nochmal Silikon, also eine richtige Bastelsache. Die Schale muss man abhängen können, wenn man an den Siphon muss. Der Siphon ist auch sowas von schief. Ich bin jetzt gegangen, ich kann es mir nicht mehr mit angucken. Ja, gerade habe ich von hier aus der Hängematte die Haustür die Restzahlung geleistet. Könnt ihr euch gerne die Kosten anschauen. Die sind alle käuflich erwerblich. 3,33 Euro. PayPal bekommt 50 Cent davon. Also ich werde nicht reich davon. Aber es ist alles mit Aufwand und Arbeit verbunden. Wen es also interessiert, was das Haus, Erde auffüllen und alles gekostet hat, kann dies gerne tun. Es würde mich freuen, dann sehe ich, dass meine Arbeit, dass man meine Arbeit wertschätzt. In diesem Sinne warten wir jetzt immer noch auf die Leute mit der neuen Lampe. Die sind aber erstmal eine Leiter holen. Ja, meine Lieben, ich bin aus der Hängematte wieder zurück hier auf der Terrasse vorm Schlafzimmer. Hier geht wenigstens schön Luft. Die Hängematte ist geschützt von dem Häuschen von meinem Schwager. Da geht keine Luft. Nee, hier ist es viel besser. Ja, und ich habe natürlich diesen herrlichen Ausblick mit dieser herrlichen Matsche. Rund ums Haus ist alles trocken, nur hier vorne, wo sie diesen Scheiß aufgefüllt hatten nochmal, wo ich gesagt habe, schenkt das meinem Schwager, ich will es nicht. Nee, haben sie dann schön glatt verteilt. Ja, ihr merkt schon an meinem Erzählen, ich bin so langsam genervt. Drin im Bad sind die so zu zweit das Waschbecken am Neuaufhängen. Ich habe nur gesehen, wie viel Silikon die da geschmiert haben. Da müssen ungefähr 3 Kartuschen verbraucht worden sein, wo das Wasser in die Wand läuft. Überall Silikon, Silikon und nochmal Silikon. Ja. Ich habe früher gemalt, da hieß es auch, wer mit Aquarell nicht malen kann, schmiert in Öl. Ja, wir warten immer noch auf die Leute mit der neuen Lampe, mit dem Kronleuchter. Die mussten zurückfahren und mussten erstmal eine Leiter besorgen. Ach, ich liebe es. Ja, hier geht's rapzap voran. Morgen wird hier alles weg sein. Und gerade sind die auch mit der Lampe gekommen, weswegen wir vor über einer Stunde schon hier waren. Oh, vor 1,5 Stunden. Naja, ich habe meinen Kaffee zu Hause stehen, meinen Rest. Mal schauen, da kommt er mit der Leiter. So, es ist endlich korrekt. Es sitzt zwar etwas schief, einen halben Zentimeter, ach, ein paar Millimeter, aber es ist jetzt korrekt. Und bei mir drüben macht er es auch gerade, da hat er es nach der Seite weggehen lassen. Also, ja, hier, das sieht schon viel besser aus. Bin aber mal gespannt. Ich habe die Wasserwaage immer noch im Auto. Aber das kann man auch einfach mit Wasser testen, ob es wegläuft. Er ist ja gefällig, aber von Badezimmer hat er keine Ahnung. Ja, wenn man hinterm Wellblech scheißen muss, sorry für den Ausdruck. Ja. Ich zeige euch mal kurz hier noch. Also das Waschbecken haben sie jetzt nochmal abgenommen. Und jetzt schaut euch mal das an, was das hier für eine Montur ist. Und wie viel Silikon hier. Oh mein Gott. Ja.
Also, er meinte dann, das sollte nach der Seite hier gehen. Nach der Seite wegen meinem Durchlauferhitzer. Ich habe gesagt, da kommt eh eine Klappe drauf. Ich will keinen Durchlauferhitzer. Das Wasser ist so pisswarm. Ich bin froh, wenn ich kaltes Wasser zum Duschen habe. Ja. Ich krieg einfach nur die Krise. Nicht aufregen. Ich habe mir Baldrian bestellt aus Indien. Das hilft. Und sie haben in der Nacht wieder oder gegen Morgen wieder mal unsere Kreuze weggemacht. Der Filzstift ist auch verschwunden. So, und jetzt kommt das gute Stück dran. Ja, kleiner Mann, die Leiter ist was kurz. Ja, die scheinen ganz schlau sein zu wollen. Jeden Tag sind die Kreuze, die Schwiegermutter macht, weggewischt. Sie hat einen Filzstift. Ich habe jetzt meinem Mann gesagt, du kannst ihm sagen, ich gebe Schwiegermutter 1000 Baht für Kreuze machen und die ziehe ich bei ihm bei der Rechnung auch wieder ab. Wenn er denkt, er kann uns für blöd verkaufen. Schwiegermutter hat Schmerzen und macht das für uns, weil es ist ihr auch ein Anliegen. Nö, verarschen lasse ich mich nicht. Nicht von dem. Ja, die Freundschaft, die ist im Moment auf dem Nullpunkt. Der braucht mir auch kein Essen mitzubringen, das kann ich mir selber kaufen. Der soll seine Arbeit ordentlich machen. Er kriegt schließlich auch ordentliches Geld. Aber wie gesagt, er grüßt im Moment nicht. Kann ich mir nichts für kaufen. Seine Männer arbeiten und grüßen und sind freundlich. Also die leiden nicht darunter, dass wir Knatsch haben. Ja, macht nichts. Besser mit ihm als mit meinem Mann. In diesem Sinne, ich wünsche euch was.